Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Fotografen der Agentur Reuters haben dieser Tage einen Pulitzerpreis gewonnen. Sie dokumentieren mit schockierenden Bildern das Elend der muslimischen Minderheit der Rohingya auf der Flucht nach Bangladesch. Diese Bilder führen uns das furchtbare Grauen der Vertreibung von 700.000 Kindern, Frauen und Männern vor Augen, ihre Angst und ihre Verzweiflung. Und diese Bilder können niemanden kalt lassen, außer Sie von der AfD. Sie macht Ihr Hass blind für die Realität. Kürzlich haben die Vereinten Nationen Myanmar auf die sogenannte Liste der Schande gesetzt. Jene Staaten, wo sexuelle Gewalt gezielt in bewaffneten Konflikten eingesetzt wird. Wenn wir hier im Bundestag eine Liste der Schande hätten, Sie von der AfD gehörten ganz obendrauf. Den UN-humanitären Organisationen und unabhängigen Beobachtern wird seit langem der Zugang in die myanmarische Provinz Rakhine verwehrt, wo das Elend seinen Anfang nahm. Es ist eine Region im Dunkeln. Es ist ein Schauplatz von Verbrechen gegen die Menschlichkeit bzw. von Akten ethnischer Säuberungen. So sagt es der Hochkommissar für Menschenrechte Said El-Hussein, und er fragt, wie viel müssen Menschen erdulden, bevor ihr Leid wahrgenommen wird und ihre Identität und ihre Rechte anerkannt werden von ihrer Regierung und von der Welt. Kolleginnen und Kollegen, deswegen ist unsere interfraktionelle Initiative wichtig, und deswegen sollte sie auch Signalwirkung haben für Minderheiten weltweit, für Opfer staatlicher Willkür, ganz gleich, welcher Religion oder Weltanschauung sie angehören. Es ist wichtig, dass der Deutsche Bundestag das Elend von Ausgegrenzten, von Verfolgten, von Ermordeten in den Fokus nimmt. Und es ist wichtig, dass thematisiert wird, was nicht nur, aber insbesondere den Muslimen in Myanmar an Leid zugefügt wird. Kurz, dass klar angesprochen wird, wozu andere schweigen. Darunter leider auch die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Lassen Sie mich einige Punkte unseres Antrags nennen, die uns besonders am Herzen liegen. Erstens, mit diesem Antrag rufen wir in Erinnerung, dass die Rohingya in Myanmar seit Jahren systematisch entrechtet werden und sogar ihr Name Rohingya verboten ist. Zweitens, wir setzen uns für volle bürgerliche und politische Rechte der Rohingya ein und dafür, dass sie die Staatsangehörigkeit Myanmars bekommen. Drittens, Hilfsorganisationen und unabhängigen Beobachtern muss endlich der Zugang nach Rakhine gewährt werden. Viertens, Geflüchtete können nicht zurück in ein Land gezwungen werden, in dem sie erniedrigt, beraubt und vergewaltigt wurden. Eine Rückkehr nach Myanmar darf nur freiwillig erfolgen, sicher und in Begleitung von internationalen Helfern. Und fünftens, gerade nach den schrecklichen Erfahrungen von Ruanda und Srebrenica und angesichts schlimmster Kriegsverbrechen in Syrien, es braucht eine juristische Aufarbeitung aller in Myanmar begangenen Menschenrechtsverletzungen und die Verurteilung der Täter und die Entschädigung der Opfer. Ja, dieser Antrag ist wichtig. Aber wir hätten ihn früher zustande bringen können. Sie hätten auch die Linke mit einbeziehen können, Kolleginnen und Kollegen der Großen Koalition. Und er könnte noch besser sein. Kolleginnen und Kollegen, warum bitte war es Ihnen nicht möglich, sich hier im Bundestag zu einem Waffenembargo gegenüber Myanmar durchzuringen? Abgeordnete von EVP, Sozialdemokraten und Liberalen im Europaparlament hatten mit dieser berechtigten Forderung kein Problem. Und angesichts der drohenden Monsunzeit in den Lagern von Bangladesch, warum kann unser Parlament sich nicht konkret auf eine Erhöhung der Mittel für die humanitäre Hilfe festlegen und belässt es nur bei Absichtserklärungen? Dies sind kleine Wermutstropfen. Gleichwohl, der Bundestag sendet eine unmissverständliche Botschaft aus. Das Elend der Rohingya geht uns etwas an. Wir schauen hin. Wir haben klare politische Forderungen, und wir fordern die Bundesregierung auf, endlich zu handeln. Herzlichen Dank.